Ja, 16 Uhr. Herzlich willkommen. Piratische Pünktlichkeit wie immer. Alle sind da, freut mich sehr. Ein Anruf, Nene kann leider erst später kommen. Das ist dann so. Wir fangen aber mit dem Programm jetzt an. Ich fange nach um 16 Uhr an und nachher bekomme ich noch Verstärkung. Die Anne Helm ist aber jetzt noch auf der Ausstellungsversammlung in Neukölln. Und so lange mache ich das jetzt erstmal für euch alleine. Herzlich willkommen, freut mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid zur P9 Kandidatensendung. Ich erkläre jetzt erstmal so ein paar Begebenheiten hier, was die Räume angeht und wie wir dann gleich vorgehen. Toiletten sind hier links rum. Im ersten Gang ist die Damentoilette, im zweiten Gang ist die Herrentoilette und die barrierefreie Toilette. Hinten im Gang sind aber auch noch welche. Es gibt WLAN. Dazu gibt es hier ein Blatt, das liegt auch da vorne. Ich lese die Daten jetzt nicht vor, weil wir ja gestreamt werden. Ihr tippt euch die dann einfach bitte ab. Der Punkt ist, wenn ihr die Konferenz wählt, das Netzwerk Konferenz, dann geht ihr bitte in euren Browser, öffnet irgendeine Seite und dann kommt die Anmeldung. Und da habt ihr die Daten, die könnt ihr dann eingeben und seid dann mit WLAN verbunden. So, das nächste ist unser Start. Wir haben, weil wir nur begrenzt Kapazität haben, uns entschieden für 6 und 6 Kandidaten, 6 männliche, 6 weibliche. Das heißt, ihr seid sowieso auch jetzt schon mehr hier. Wir losen also. Dazu verteile ich gleich an alle Bewerber ein Blatt. Ihr tragt bitte euren Namen darauf ein und werft dann nach Geschlecht, die Damen bitte in diesen Sack, eure gefalteten Blätter, die Herren in diesen Sack. Und dann wird gelost. Ja, dann haben wir am Ende 12 Kandidaten, Kandidatinnen, die dann, das nächste ist dann die Programmpunkteauswahl. Ich habe hier das komplette Wahl- und Grundsatzprogramm in einzelnen Programmpunkten. Da würde ich dann bitten, jemand von den Zuschauern 12 Punkte rauszuziehen. Und diese Programmpunkte sind eure Arbeitsgrundlage, also für die ausgelosten Kandidaten. Die nehmt ihr gesammelt mit, geht sämtlich rüber, alle in den Raum nebenan. Da haben wir auch Kameras vorbereitet und Mikrofone. Da bitte ich euch, normal laut zu sprechen, weil wir ein bisschen Probleme mit dem Ton haben wohl. Und dort einigt ihr euch in der Gruppe darüber, wer welchen der 12 Programmpunkte nimmt. Das ist eure Sache. Und auch später die Reihenfolge, ihr werdet dann später präsentieren, da komme ich gleich noch zum zweiten Teil, die legt dann untereinander die Reihenfolge fest, in der ihr eure Reden halten wollt. Das ist der erste Teil. Da habt ihr unbegrenzt Zeit. Ihr könnt euch so besprechen, wie ihr das braucht. Wenn ihr alle zusammen entscheidet, ihr seid jetzt alle fertig, kommt ihr bitte rüber. Zuvor allerdings nehmt ihr eure Blätter, die brauche ich dann, und füllt dann nochmal was dazu, nämlich den ausgelosten oder ausgewählten Programmpunkt, den ihr vorstellt. Den brauche ich bitte unter eurem Namen. Ich brauche die Nummer in der 12er-Liste, an der ihr euren Vortrag haltet. Und ich möchte unten euch noch bitten, die Listenplätze, für die ihr kandidiert, einzutragen. Das sind dann die Daten, die ich habe, um euch später zu präsentieren. Ja, das ist auch eigentlich schon alles. Ihr habt also freie Zeit, bis ihr fertig seid. Ja, da einigt ihr euch bitte alle untereinander. Kommt dann rüber und dann kommen wir zu dem zweiten Teil, der folgendermaßen abläuft. Ich habe dann ja die Reihenfolge, werde euch vorstellen, nacheinander. Ihr habt 5 Minuten Zeit, um eine Rede zu halten zu dem Wahl- oder Grundsatzprogrammpunkt, den ihr euch ausgesucht habt. Nach 5 Minuten, und da bin ich auch sehr rigoros, ist Schluss. Dann gibt es die Möglichkeit, oder es gibt 2 Fragen, das werden wir vorher festlegen. Es werden die Kandidaten und Kandidatinnen, die nicht gelost sind, dazu aufgefordert, dann Fragen zu stellen. Das können wir aber alles noch während die anderen arbeiten festlegen und besprechen.
in welcher Reihenfolge. Die Fragen, die gestellt werden, haben maximal eine Minute Redezeit und die darauf folgenden Antworten maximal 2 Minuten. Das heißt, wir haben 5 Minuten Vortrag, 1 Minute Frage, 2 Minuten Antwort, 1 Minute Frage, 2 Minuten Antwort, so dass auf jeden vorstellenden Kandidaten, Kandidatin 11 Minuten kommen plus, ja, Zwischenzeit. Das ist ein ordentliches Programm. Während ihr euch da hinten besprecht, haben wir hier vorne die Aufnahmen, die auch über den Stream laufen, auf dem Beamer an der Wand. Das heißt, wir können zugucken. Ich weiß, dass auch später noch Leute kommen aus Neukölln, die reisen dann erst später an. Wir haben ja dann auch ein bisschen Programm zum Gucken. Und ja, gibt es dazu noch Fragen? Ja? Das können wir verhandeln. Die Frage ist, ob es eine Pause gibt zwischen den beiden Teilen. Ja, eigentlich nicht. So. Ja, Raucherpause. Ja, okay, ich kriege aus dem Off die Zusage, wir machen eine Pause. Ja, machen wir. Ja? Ja. Warte mal kurz. Ich will euch nicht total treuen, ich wollte nur fragen, weißt du denn, wann Nene kommt? Weil vielleicht, ich fände es ziemlich schade, wenn wir sie jetzt aus dem Losprozess irgendwie rausholen. Also ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich finde es irgendwie schade, wenn wir schon eine andere Frau haben, dass wir nicht eventuell dann noch sie damit reinfügen können. Ich bin für die Durchsetzung der Regeln. Wir haben das vorher so fest besprochen. Das ist einfach so. Wer nicht zur Losung da ist, ist eben nicht da. Das habe ich ja auch mitgeteilt. Ich kann es nicht ändern. Ich würde mich über jeden freuen, der jetzt noch hier ist, aber wer nicht da ist, ist nicht da. So ist es. Ja, ja, Miriam. Wie, bitte? Erlaubte Hilfsmittel sind alles. Ihr habt WLAN, ihr habt, ich habe hier auch noch Stifte, ich hab Moderationskarten, Publikumsjoker, ja genau. Entschuldigung, das war zu laut. Publikumsjoker, ja. Werden wir auswürfeln. Okay. Ihr dürft alles euch so vorbereiten, wie ihr das braucht, um eine vernünftige Rede zu halten. Das ist euch überlassen. Da mischen wir uns auch nicht ein. Ja, ihr habt Internet. Wir haben, ach so, vielleicht das nochmal. Ihr habt natürlich die ausgelosten Papierschnipsel. Und was ich euch nochmal in den Raum lege, ist das gesamte Wahlprogramm. Und das gesamte Grundsatzprogramm einmal für den Raum, für die Kandidaten und für die Zuschauer hier auch nochmal, damit wir uns darauf vorbereiten können, welche Fragen gestellt werden können. Ja, sind noch Fragen offen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann gehe ich jetzt zur Verlosung über. Ich habe hier einen Block. Bitte alle Kandidaten, nehmt euch, ich reiche den vielleicht mal rum, ihr gebt den weiter, jeder nur ein Blatt. Ich kontrolliere das beim Einwurf. Wenn ihr euren Namen eingetragen habt, also schaut euch das nochmal an. Für mich wäre es sehr schön, wenn ihr ordentlich so lesbar schreibt, dass ich das hinterher problemfrei lesen kann. Erstmal tragt ihr nur den Namen ein, weil mehr haben wir ja noch nicht. Ja? Oben den Namen, es kommen dann später bitte noch die anderen Punkte dazu. Aber erstmal so. Und dann einmal knicken, das Blatt. Ja, einmal in der Hälfte durchknicken. Ich mache das mal vor. Ja, so sehen dann die Loszettel aus. Gut, vielleicht erkläre ich noch kurz für die Raucher. Es gibt unten einen Raucherhof. Ja, einen Raucherhustenhof. Genau. Und Fragen natürlich immer gerne an mich oder auch an Michael. Ja, jetzt habe ich natürlich noch... Ihr könnt dann, wer schon fertig ist, vorkommen und hier bitte einwerfen. Ich kontrolliere. Ja. Ja.
Ja. Herren ins Rote. Das sind Damen, ja? Gut. Rein damit. Herren. Sehr schön. Großartig. Danke. Haben jetzt alle der anwesenden Bewerber auf Kandidatenplätze eingeworfen? Ist noch jemand, der fehlt? Ich höre, das ist nicht der Fall. Ich höre nicht, dass das der Fall ist. Jetzt wird gelost. Jetzt brauchen wir eine Losfee oder einen Losengel. Na, Konstanze, komm. Ah. Zwei. Ja, bitte dann noch einen. Ich will den blauen Sack. Ich nehme keinen Blut. Ich will erstmal hier noch mischen. Ich mische. Mirko, ja, komm mal vor, bitte. Ich mische nochmal. So. So. Konstanze. Wir machen das. Warte, wir verlesen später. Du ziehst bitte. Nee, halt meine Hand. Und einen. Ihr zieht immer abwechselnd, sodass wir insgesamt auf jeder sechs kommen. Zwei. Muss ich mir jetzt die Reihenfolge machen? Nein, nein, es gibt noch keine Reihenfolge. Nee, nee. Genau, die wird ausgewürfelt. Das ist der vierte. Nee, nee, ist es egal. Die Reihenfolge ist völlig wurscht. Vier. Fünf und fünf. Sechs und das ist der letzte. So, gebt ihr mir bitte. Die anderen bleiben hier. Ja, oder lest doch bitte einfach selber. So, Lena Rohrbach. Robert Ulmer. Bettina Günther. Arthur Kaiser. Miriam Seifert. Michael Melter. Mary Schieb. Hartmut Hase. Semken. Ulrike Pohl. Frank Röder. Mechthild Bock. Michael Ickes. So, da haben wir unsere 12 beisammen. Ich gebe euch eure Zettel gleich wieder zurück. Die braucht ihr bitte, um die auszufüllen, wie ich das vorhin beschrieben habe. Ihr könnt euch auch nochmal später an meinem Beispiel anschauen, wie das auszufüllen ist. Jetzt kommt der zweite Teil. Wir losen jetzt die Programmpunkte aus. Ich lege diese mal hierher. Wer möchte jetzt Programmpunkte ziehen? Ja, nicht so viele, ich brauche nur einen. Wer? So, ich bitte darum, ich habe die alle so da reingestapelt, zieh bitte einfach, ohne zu gucken, 12 raus, oben an der Ecke, genau, da bist du richtig. Ja, leg sie bitte hierher, dann haben wir sie. Ich habe die alle gemischt, ja, sorgsam. Zwei. Drei. Ihr dürft tun, was ihr wollt. Vier. Geht das so? Fünf. Kann mal jemand hier assistieren, bitte, zum Programmpunkteschnipsel halten? Sechs. Ja. Sieben. Acht,
9, 10, 11 und 12. So, damit die Zuschauer und wir alle eine Vorstellung haben, womit sich unsere 12 Gelosten jetzt beschäftigen werden, lese ich die Themen mal eben vor. Das ist einmal Transparenz des Staatwesens, mehr Demokratie wagen, Gesundheitspolitik, Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe. Oh, ich brauche einen Assistenten oder Assistentin. Danke. Was haben wir hier? Umwelt- und Verbraucherschutz. Also ein dickes Ding hier. Privatsphäre und Datenschutz. Landwirtschaft. Geschlechter- und Familienpolitik. Das freut mich sehr. Wirtschaft und Finanzen. Alle drei. Ja. Patentwesen, ist auch sehr schön. Freiheit und Grundrechte, super. Ich finde alles gut. Und Innen- und Rechtspolitik. Ja, das sind die Themen. So, vielen Dank. Ich bitte alle ausgelosten Kandidaten vor, zu mir zu kommen. Nehmt ihr euch bitte eure eigenen Zettel wieder mit zurück. Ja, verteilt euch die mal so. Okay, ich übergebe an die Gruppe diese Papiere. Ihr geht bitte rüber. Wir haben nur die Möglichkeit, die Tür halb zu schließen, aber ihr habt ansonsten da eure Ruhe. Wie ihr euch jetzt besprecht, wie lange ihr braucht, was ihr besprecht und zu welchem Ergebnis ihr kommt, das bleibt komplett euch überlassen, wir mischen uns da nicht ein. Ich erwarte nur einfach irgendwann, dass ihr alle gesammelt zurückkommt und mir eure Bitte nach diesem Beispiel ausgefüllten, wo ist es denn, weg, ach nee, hier, ja, diese Zettel gebt, weil dann kann ich euch ankündigen in der Reihenfolge, die ihr ausgemacht habt. Danke. Ein ganz wichtiger Hinweis, ich muss mal kurz hier, macht ihr mir eine Schneise frei für den Stream. Wichtig ist, dass was ihr drüben entscheidet, mit Konsensentscheidung, keine Mehrheitsentscheidung. Ja, das ist, nein, ich bringe jetzt kein schlechtes Beispiel. Ihr könnt einen weißen Rauch aufsteigen lassen, wenn ihr euch geeinigt habt. Ja, genau. Wer möchte die Punkte nehmen? Ich schicke euch jetzt rüber und ihr startet dort. Wir starten dann mit der Aufnahme drüben. Ihr seid also euch darüber bewusst, ihr werdet gefilmt. Sprecht bitte laut, damit wir das auch hören können. Danke. Ja. Und wenn wir die in die Mitte schieben, das geht nicht, oder?
Gucken wir mal, ob es Probleme gibt. Warte, ich kann noch nicht wissen. Genau, da ist noch was. Programme, falls ihr irgendwie Referenzen dabei schauen wollt. Ja? Wer noch ein Blatt braucht, ich habe noch einen Block, könnt ihr euch dann. Ich hatte noch einen Vorschlag, damit wir, also wir können ja erstmal anfangen und sehen, wie es geht, aber wenn wir merken, dass wir nicht weiterkommen, dass wir uns eine Uhr setzen, dass wir möglichst zeitkritisch, eben damit Leute auch im Nebenzimmer nicht ewig auf uns warten müssen, falls wieder erwarten wir jetzt hier uns irgendwie total kloppen, dass wir uns eine Zeit setzen, dass wir sagen, okay, ab jetzt 10 Minuten, 20 Minuten, wie auch immer, dass wir dann irgendwann zum Zug kommen. Ja, also ich würde es schon entspannt angehen, ja, ehrlich gesagt. Also ich fände es jetzt nicht gut, wenn wir uns hier unnötig stressen. Okay, dann lese ich eine Runde einfach nur vor, damit ihr nochmal wisst, welche das sind. Und dann eine Runde, wo sich einfach jeder meldet bei jedem Thema, das er gerne machen würde, okay? Also wir haben ja innen sagen, und rechts. Ob das jetzt aus dem Grundsatz oder aus dem Wahlprogramm? Das steht jetzt hier nicht dabei. Also weil manche Sachen sind ja ganz kurz, zum Beispiel Inhaltspolitik ist ganz kurz im Grundsatzprogramm, aber lang im. Kann ich dir nicht sagen, weil es nicht dabei steht und ich das im Text auch jeweils nicht ansehen kann, ob es jetzt die Länge oder die Kürze oder so. Ich lese einfach mal vor, ja? Okay, also wir haben hier Innen- und Rechtspolitik, Freiheit und Grundrechte. Achso, ich schreibe euch das mit. Okay, dann mach ich es. Okay, ja. Also Innen- und Rechtspolitik. Dann Freiheit und Grundrechte. Als drittes Patentwesen. Als viertes Wirtschaft und Finanzen. Dann Geschlechter- und Familienpolitik. Dann Landwirtschaft. Dann haben wir Privatsphäre und Datenschutz. Dann Umwelt- und Verbraucherschutz. Dann Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe. So, ganz großartig mit Reset abkürzen. Just saying. Dann haben wir mehr Demokratie wagen.
Dann haben wir Gesundheitspolitik. Und dann Transparenz des Staatswesens. Sollen wir die Runde jetzt einfach gleich nochmal durchgehen? Also, oder braucht ihr noch Zeit? Oder, ich meine, ihr habt es jetzt, viele haben es aufgeschrieben, man kann vielleicht die nächste Runde einfach mal anders vorlesen. Kam schon jemand auf die Idee, ein Pad einzurichten, oder soll ich das machen? Ach, du das doch. Ja, mach das doch. Ich fände es eigentlich auch ganz gut, wenn wir eine kurze Runde machen, alle sagen nochmal ihren Namen und vielleicht dann auch gleich schon, für welches Thema sie sich interessieren. Also, fände ich ganz gut. Und dann macht jemand eine Strichliste hinter den Namen, damit wir schon mal abschätzen können, wer für was ist? Ich würde die Namensrunde und die wer interessiert sich für was Runde eher trennen, weil im ersten nur kurzer Vorstand und wir alle wissen, wie wir heißen, dass ich von ihrem Vorschlag. Ja, hallo, ich bin Mechthild Bock. Ich sage jetzt aber trotzdem, was meine Themen sind. Also die Themen, für die ich eintrete, sind das bedingungslose Grundeinkommen, die politische Integration Europas und die Geschlechtergleichstellung. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, auch jetzt hier was anderes von der Liste zu nehmen. Robert Ulmer. Ich bin in Wedding, ich bin bei den Sozialpiraten, ich bin für das Grundeinkommen, ist leider nicht bei den Zetteln dabei, aber ich kann mir gut vorstellen, einige Themen. Naja, es ist, die Vorstufe ist dabei. Ulrike Pohl, ich könnte mir vorstellen, den Gesundheitspart zu übernehmen, Reset oder Schlichter. Ja, das wären so die, die ich gerne. Ich bin Miriam Seifert. Ich kann mir alles vorstellen, außer Wirtschaft und Finanzen. Das wollte ich jetzt auch sagen. Ich bin Maria und Mary schiebt auf Twitter und ich schließe mich dir an. Ich bin da flexibel. Ich nehme auch Wirtschaft, wenn es nicht anders geht. Aber. Ich bin Lene Rohrbach, Art Povera Online. Meine beiden Präferenzen wären Reset oder die Geschlechter- und Familienpolitik. Ansonsten könnte ich wahrscheinlich alles halbwegs vorstellen, aber auch bei mir wird es mit Wirtschaft und Finanzen ein bisschen eng. Hallo, mein Name ist Michael Melter oder Ingwer B1 auf Twitter. Ich habe natürlich auch meine Fachthemen, das ist Verkehr, ist leider nicht dabei, aber Geschlechter- und Familienpolitik gehört mit dazu, weil ich für Diversity stehe. Und auch Umwelt- und Verbraucherschutz wäre ein Thema, was mich sehr stark interessiert, aber ich bin auch im Einvernehmen dazu bereit, gerne andere Themen zu vertreten, sofern es für uns alle zusammen Sinn macht. Ich bin Hauben Simken, meistens unter Hase bekannt, Hase Berlin auf Twitter. Und bei den anderen werden wir sicherlich ein bisschen mehr Konkurrenz haben. Ich nehme mal das Thema Landwirtschaft heute. Ja, mein Name ist Frank Röder, bei Twitter Frarulberl. Mein Schwerpunkt ist eigentlich Wissenschaft, Forschung, Bildung, aber auch Wirtschaft. Deswegen würde ich mir jetzt durchaus Wirtschaft und Finanzen zutrauen, aber auch Patentwesen. Landwirtschaft lasse ich dann gerne bei Hase, wenn er das will. Umwelt- und Verbraucherschutz ist auch interessant. Grundrechte, also relativ viel. Michael Ickes, MeMyMix auf Twitter. Ich bin ja so ein bisschen angetreten, dass ich mich für die Ausschüsse Entwicklungspolitik, Sport und Bau besonders interessiere, aber eben auch als Generalist mich verstehe und auch gerne hier nehme, was übrig bleibt. Das Pad, das ich gerade eingerichtet habe, ist piratenpad.de/p/groß-p9-a groß c container. Kannst du das nochmal bitte wiederholen? Als Zettel nochmal. P9? P9a, also kleines a und ein großes c für Container. Ja. Und dann könnte auch
vielleicht eure ganzen Lieblingsthemen draufschreiben. Cool, danke für das Einrichten vom PET. Das ist sicher immer sinnvoll. Ja, ich bin Arthur Kaiser, ich bin Pirat aus Pankow und thematisch bevorzuge ich Privatsphäre und Datenschutz und natürlich das Gesetz. Bin aber auch flexibel und kann mir auch genauso vorstellen, Wirtschaft zu nehmen als Thema. Also ja, das war's gedacht. Habt ihr jetzt alle die Weltgeschichte? Ich habe noch keinen. Wir haben im Laufe der Zeit. Genau, probieren wir gleich. Ja, ich mache mal den Abschluss. Seid ihr noch mal leise? Entschuldigung. Also, ich bin Bettina Günther. Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Meine Themen sind eigentlich Bildung und eben auch die Sozialpiraten, aber ich muss jetzt nicht unbedingt Reset machen, also ich kann mir auch andere Sachen vorstellen, am wenigsten die Landwirtschaft, aber die ist ja quasi schon vergeben, insofern bin ich da relativ offen. Ja, aber ich mache jetzt gleich mal weiter. Also wenn ich das jetzt richtig sehe, dann sind die einzigen Sachen, die jetzt noch niemand sozusagen freiwillig machen wollen würde, Innen- und Rechtspolitik, Patentwesen und Transparenz des Staatswesens. Ach, das würdest du machen, okay. Und ich könnte mir nämlich vorstellen, mehr Demokratie wagen, dann wäre es nämlich auch schon weg. Ja, also es klingt jetzt gar nicht so kompliziert, ehrlich gesagt. Ja. Oder? Also nee, im Prinzip nicht. Also ich meine, wir können jetzt machen, dass irgendwie jeder nochmal laut sagt oder keine Ahnung, wie das jetzt irgendwie aufteilen. Ich habe nur ein bisschen die Angst, dass dann irgendwie so ein paar Stiefkinder übrig bleiben oder dass irgendjemand mit dem Thema übrig bleibt, auf das er richtig wenig Lust hat. Und ich dachte, vielleicht kann man das irgendwie ein bisschen besser ausbalancieren. Also keine Ahnung, ich habe zum Beispiel jetzt drei, auf die ich am meisten Lust habe. Freiheit und Grundrechte, irgendwie Privatsphäre und Datenschutz und mehr Demokratie. Das hast du gesagt, du nimmst mehr Demokratie weg. Du irgendwie, Arthur wollte, glaube ich, Privatsphäre, Datenschutz oder so. Keine Ahnung. Ich habe nur Angst, dass dann irgendjemand unter den Tisch fällt. So. Also jeder hat irgendwie starke Themen und viele haben gesagt, ich würde auch irgendwas anderes nehmen, aber... Also wir hatten ja anfangs gesagt, wir machen zwei Runden. Jetzt haben wir doch irgendwie nur eine Runde gemacht und das schon quasi aufgeteilt. Ich hatte das bei dir nicht rausgehört, dass du gerne mehr Demokratiewagen machen würdest. Nee, weil ich auch dachte, dass wir zwei Runden machen. Ja, aber sollen wir dann jetzt noch eine zweite Runde machen? Weil die zweite Runde machen. Ja. Nee, aber, sollen wir es denn... Ja. Ich finde das nach wie vor gut, eine zweite Runde zu machen. Ja. Machen wir erstmal die Vorstellung fertig und dann gehen wir nochmal in die inhaltlichen Themen. Das wäre doch. Die Frage ist halt nur, wir können natürlich so machen, dass jeder nochmal seinen Namen sagt und reflektieren, wenn man am meisten Bock hat. Mein Vorschlag war ja vorhin, dass wir die Themen durchgehen und gucken, wie viele sich da melden, wie viele jeweils Bock haben. Dass halt die, wo nur ein oder zwei Leute wollen, dass man das relativ schnell wegsortieren kann. Und dann unter denen, die übrig bleiben, dann ist vielleicht nur noch die Hälfte übrig, dass man dann das sich einfach schneller und leichter einigt. So. Ja, das können wir auch machen, aber dann bräuchten wir eine Redeleitung, die quasi die Themen durchgeht und dann sozusagen die Namen sammelt und dann muss es jemand ins Chat schreiben. Genau. So, das wäre ja ein anderes Vorgehen, als wenn wir jetzt eine zweite Runde machen. Ja. Also mir ist es egal. Aber können wir vielleicht abstimmen? Jetzt, nee, ich will nicht abstimmen. Nein, ich meine, okay, können wir ein Meinungsbild einholen? Wenn wir im Konsens das wollen? Genau, welche Variante jetzt bevorzugt wird, damit wir dann den Schritt weitergehen können. Ich kann das nicht formulieren. Doch. Du kannst das. Also, wer von euch möchte denn gerne das, jetzt habe ich vergessen, welche Varianten wir wollen, Eichhörnchen. Wir hatten einmal gesagt, wir stimmen ab. Dürfen wir nicht? Ah! Wo waren wir denn jetzt? Wir hatten einmal gesagt, wir gehen die Themen durch, wir melden sich. Wie viele daran interessiert, an welchem Thema sind. Wer ist denn dafür, dass... Wir müssen hier mit einem Konsens rauskommen. Ja, eben. Wie wir zu dem Konsens kommen, ist eigentlich Schnuppe. Genau. Ja, genau. Danke, Voice of Reason. Also, wollen wir jetzt doch abstimmen? Frag doch an. Ja. Wer möchte so? Wer möchte, dass wir die einzelnen Themen durchgehen und sich jemand dafür meldet? Also, wer... Wir wollten noch fragen, wer möchte lieber eine zweite Vorstellungsrunde und wer möchte lieber die Themen durchgehen? Ich glaube, das war die Alternative, oder? Ja. Ja. Also, wer möchte lieber eine zweite Vorstellungsrunde und wer möchte lieber, dass wir die Themen durchgehen? Genau, super. Danke. Ich sag dir, ich kann das nicht. Genau, ich sag dir, ich kann das nicht. Wer ist die Themen vor? Genau. Und wer schreibt ins Pad, das war eine gute Frage. Wer liest die Themen vor und wer schreibt ins Pad? Ich kann Namen nicht. Das schaffe ich.
Eigentlich fast gerade gleichzeitig. Okay, ich dachte, es wäre vielleicht... Wir haben Innen und Recht. Wer würde das gerne übernehmen? Bitte melden. Niemand. Freiheit und Grundrechte. Wer würde das gerne übernehmen? Das ist die Miriam. Sonst noch wer? Also man darf sich mehrmals melden. Genau. Ja, 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 klar. Ja. Patentwesen. Wer hätte das gerne? Frank Röder. Lena meldet sich. Und? Ich könnte mir das auch noch vorstellen. Ja, können wir auch vorstellen. Bettina und Lena. Dann haben wir Wirtschaft und Finanzen. Bitte, wer könnte sich das vorstellen? Der Frank, der Arthur, Bettina und Mechthild. Der Mechthild. Igris, ganz kurze Unterbrechung. Wir haben hier, glaube ich, 3 oder 4 Leute, wo sich im Pad nichts bewegt. Können wir nochmal die Pad-Adresse bitte? Ja. Oho. Kann man die irgendwie irgendwo aufschreiben? Genau. Also aufgeschrieben. Gibt hier schon eine Sie. Ich kann sie jetzt auch kurz nochmal twittern. Nee, lieber nicht. Okay. Nicht twittern. Nicht twittern. Kein Hintergrund. Ja, aber also sie ist P. Slash groß P, ja. 9, klein A, ach, groß C und dann on T. Was, also P und dann nochmal P9? Hast du genau das gleiche verstanden? Dieses kleine P. Okay. Ah, okay. Also mindestens 4 Leute, die es falsch verstanden haben. Ja. Ja. Danke. Wir haben es jetzt. Hat es jeder, Jo? Ja. Hat jeder auch. Hase, hast du dich gerade noch gemeldet? Bei Wirtschaftsverkehr? Ja, wenn. Hase. Nein, Geschlechter- und Familienpolitik hätten Sie. Ich mache die alle, wenn es sein muss. Ja, ja, also besser. Der Michael Melter. Korrekt. Melter, die Lena, die Mary und Ulrike und Bettina. Gut, Landwirtschaft hat sich der gute Hase schon gemeldet. Gibt es da jemanden, der da auch noch möchte? Privatsphäre und Datenschutz würde gerne der Arthur machen. Dann haben wir Umwelt- und Verbraucherschutz. Oh, da haben wir viele. müssen wir die alle reinschreiben? Oder? Ja, doch, weil das dann auch. Gut, dann haben wir den Frank, Michael Melter, Lena, Mary, und dann noch, wer war hier noch, der sich für Umwelt- und Verbraucherschutz zurückgezogen hat? Gesellschaftliche Teilhabe würde gerne wir machen, bitte. Das ist jetzt. Wer nicht? Genau. Alle außer Hase. Und Miriam. Und Miriam. Hase. Ziehe ich auch zurück. Und ich würde es auch machen, aber es ist, wenn es so viele machen, dann muss ich da ja nicht noch. Das sehe ich auch so. Mehr Demokratie wagen. Möchte gerne die Mechthild machen, die Bettina, der Frank, der Arthur, der Michael Melter und sonst noch mehr, die Ulrike Puh, glaube ich doch auch, oder nicht? Nee, nein, wollte nicht. Gesundheitspolitik. Ist das die Tierfee? Ich wollte nicht die Demokratie wagen. Noch der Gesundheitspolitik aus Robert, ja. Ulrike. Und Hase. Und Hase. Ja. Gut, da haben wir noch die Mächte. Nee, Gesundheitspolitik habe ich nicht gemeldet. Nee, du bist aber noch nicht im Pad gewesen, keine Ahnung. Du auch nicht. Ich würde es auch machen. Was jetzt ist geschlossen? Transparenz im Staatswesen. Transparenz im Staatswesen zuletzt würde gerne wer machen? Ich könnte mir das vorstellen. Mary, Arthur,
Und wer wollte noch? Noch zwei. Der Frank und die Bettina. Die ist ja sehr. Jemand übernehmen, um das weiter zuzuteilen? Also wir haben ja hier jetzt zum Beispiel schon Freiheit und Grundrechte, nur einen. Also da ist schon mal die Miriam draußen. Wenn ich habe mich jetzt auch extra bei den anderen nicht mehr gemeldet, weil ich dachte, ich habe mich auch schon bei einem gemeldet, wo sonst keiner war. Sehr recht, sehr richtig. Also Miriam können wir jetzt aus allem rausstreichen. Das Thema auch. Der Hase auch, ne? Bei mir genau. Beim Hase eben auch. Okay, wen würden wir jetzt? Jetzt würden wir dich noch rausstreichen, Arthur, aus Wirtschaft und Finanzen. So, möchte das jemand übernehmen zum Weiter ausfinden oder soll ich gerade so weitermachen, so chaotisch? Hast du denn ein Konzept zum Weiter ausfinden? Dann probierst du dich aus. Welches? Habt ihr jetzt, wie wäre es denn, wenn ihr im Chat irgendwie die Themen, wo du eine Person hast, wenn ihr die schon mal einen eigenen Blog unten schreibt, also dass wir irgendwie einen eigenen Blog machen zu den Themen, die quasi schon fertig vergeben sind? Könnt ihr vielleicht auch, dass ihr da in einer anderen Farbe vielleicht noch Prioritäten reinschreibt? Also wenn man jetzt bei mehreren Themen ist, dass man einfach sagt, das wäre meine Prio 1, das wäre meine so, das muss man jetzt nicht im Pad machen, weil ich alle Leute im Pad da habe. Das finde ich sinnvoller, wenn wir das, so, ja, das stimmt. Per Kommunikation machen. Aber es können alle Leute in das Pad reingucken, soweit ich das schon sehe. Genau, es können alle irgendwo reingucken. Also die Idee eigentlich gut. Also einfach nur, um zu sehen, habt ihr den Link? Theoretisch schon, wobei das der ist vollständig. Sehr gut. Ich gehe mal gucken und helfe euch mal. Also wenn es helfen würde, würde ich jetzt Innen und Recht einfach übernehmen. Das ist gut. Dann trag dich da ein und kopiere das nach unten, dahin, wo die vergebenen Themen sind. Kann auch jemand Hase noch nach unten kopieren? Arthur, übernimmst du? Weil dann bin ich draußen und kann schon mal eine rauchen und muss euch nicht weiter laufen. Oh, du hast das jetzt so schön gemacht. Michael, willst du mir ins Internet zu kommen? Das können Sie natürlich noch mal. Jetzt haben wir es doppelt gelesen. Das ist Hase gleich doppelt gelesen. Hase, welches Thema? So, jetzt haben wir es beide da. Achso, Hase, kannst du mir mal bitte den WLAN-Zugangszettel? Danke. Innen und Recht schon mal? Ja. Hier, das ist hier. Eckes, du kannst es hier von dem Schaden nehmen. Warten. Nee, ist auch der Schaden. Aber komm mal gleich wieder, weil... Wer möchte denn jetzt noch Patentwesen machen? Ja, aber ich stehe einem Konsens nicht im Wege. Na gut, okay. Ja, ich habe warte mal, was die sich sortiert haben und dann machen wir das. Ja, du kriegst jetzt einfach einen Stand. Bist du jetzt drin oder soll ich? Robert, klappt das? Robert, klappt das? Moment. Seitenlagefehler. Entschuldigung.
genau. Man muss die Passwort Braucht noch jemand ein Papier zum Schreiben? Nicht, dass es da irgendwie wieder einstellt. Bestätigen Sie die Nummer. Wirklich erfolgreich. Kann ich kurz mal. Können wir ein bisschen konzentriert bleiben? Ich habe das Gefühl, es zerfasert ein bisschen. Die zwei sind schon rausgegangen. Ich glaube, du bist jetzt auch mit der Hälfte. Ja, ich sehe. Ah, super. Okay. Ich würde vorschlagen, dass die weitere Aufteilung, ich halte es für sinnvoll, wenn das so funktioniert, dass wir mit den Themen anfangen, die sich weniger Leute eingetragen haben und die, wo die meisten sind, dass wir die am Ende machen. Verstehst du, was ich meine? Also jetzt, ich glaube, das Wenigste ist, wir haben jetzt die verschiedenen, wo sich drei Leute eingetragen haben. Vielleicht kann jemand im Pad die so sortieren, dass wir die ganz oben haben, alle Themen, wo sich jeweils drei Leute eingetragen haben. Nee. Was ist geworden aus dem Vorschlag, die Prioritäten einfach kurz in Klammern dahinter zu setzen? Dass ich auch vorstellen könnte, dass ich dann was von selbst zurecht drücke. Das ist auch gut. Und wenn nicht, hat es nur eine Minute Zeit gedauert. Ja, das war jetzt was. Schreib mal in Klammer immer hinter deinen Namen die Priorität, die das Thema bei dir hat. Stehen jetzt hier auch die Themen, für die sich niemand eingetragen hat? Nee, es gibt keine Themen mehr, für die sich niemand eingetragen hat. Ganz unten stehen die Themen, die quasi schon weg sind, weil sich jeweils nur einer eingetragen hat. Und oben steht immer, wie viele Leute sich dafür eingetragen haben. Ja, das in der Priorität ist eine gute Idee. Also eine Klammer bedeutet erste Priorität. Erste, zweite, dritte. Genau. Oder je nachdem, wie viel du da noch drin hast. Ja. Das ist jetzt beim Reset gerade ein bisschen schwer möglich, weil da alle außer stehen. Ich fange mal mit neuen Namen an. Genau, kannst du, ich ziehe mich da zurück. Dann kannst du mich da schon mal rausnehmen. Ich fände es auch gut, wenn wir gleich nicht auseinanderrennen, jeder, der irgendwie ein Thema hat, weil wir müssen ja auch noch die Reihenfolge zusammen festlegen. Ja. Deswegen hoffe ich auch, dass die anderen gleich wieder kommen. Wo sind die denn jetzt hin? Die sind draußen. Achso, guck mal, dann kannst du hier schon mal sehen, wo wir, wer was ist. Ich gehe kurz aus dem Spiel. Hat irgendjemand die Zeit ein bisschen mitgebracht? Die sollen ja auch ein bisschen vom Film irgendwas auch. Naja, das ist ja nicht so ewig. Ich kann mal ganz kurz das Problem ist, dass es nicht meiner ist. Dann ist es du. Dann mache ich das fertig. Und dann schreibe ich bei Reset 2. Also ich habe bei mir bei Reset 1 oder 2, aber das ist trotzdem noch. Achso, ich habe das hinter meinen Namen geschrieben. Das ist dann oben okay. Der Plan ist, dass wir einen Plan für uns suchen und dann vergeben. Okay. Habt ihr euch denn jetzt schon, seid ihr schon weiter, Neva?
alle Themen vergeben, während wir warten. Das war jetzt keine Unterstellungsfrage. Nein, der Quatsch doch mal mit. Word aus dem anderen Raum ist gerade, das ist gerade total. Ja, ich möchte auch dazu schauen, wenn interessant ist. Wenn jemand auf dem Tisch stand, dann würde ich das Pony gucken oder. Aber dass das hier langweilig sein würde für die Zuschauer. Das ist dann Bettina, wie wichtig ist dir denn Transparenz des Staatswesens? Nicht so wahnsinnig. Weil das ist vielleicht, das ist bei mir nur dritte Priorität, aber da sind nur wir beide und dann mache ich einfach, ich meine, ich bin da absolut nicht bewandert drin, aber wir haben ja hier Dinger, dann würde ich einfach sagen, ich ziehe mich aus den anderen Dingern zurück, nehme Transparenz im Staatswesen und dann habt ihr schon mal weniger Konkurrenz. Ja? Ja? Okay. Kann gut sein. Wo stehst du denn noch? Dann schmeiße ich mich mal raus. Schöne Familienpolitik. Ja, das kann ich auch selber aufgeben. Ach, ja. So. Ja. Transparenz, was gibt es hier auch? Da. Danke sehr. Das muss jetzt auch das Thema. Bedanken wir uns alle bei Mary dafür, dass sie so konstruktiv ist und ihre dritte Priorität nimmt. Finde ich super. Danke, Mary. Bitte. Ich habe gerne. Zwölfte genommen. Nee, das zählt jetzt nicht. So, haben alle über ihre Prioritäten eingetragen? Nein. Achso, warte mal, doch, du kannst Bettina. Ach, haben wir ja schon was. Super. Ich habe nicht gedacht. Eins heißt dann immer, das wollt ihr am dringendsten, ja? Ja, das ist gut. Dann wäre es ja relativ einfach, wenn man, da gibt es jetzt glaube ich zwei Blöcke, wo immer jeweils nur eine einzelne Person gesagt hat, dass ihr das am wichtigsten ist, dass wir die als nächstes wegsortieren. Genau. Also bei Gesundheitspolitik hat nur Ulrike gesagt, dass ihr das am wichtigsten ist und bei Wirtschaft und Finanzen hat Frank gesagt, dass ihr das am wichtigsten ist und dann könnte man das doch auch schon raussortieren, ja, oder? Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Also, dann machen wir das so. Ja? Ja. Dann sind die nämlich auch schon, genau, die Wirtschaft und Finanzen. Probiert das einer nach unten? Ich finde, es ist zwar nicht ganz logisch, aber man kann es so machen, weil es gibt auch zweite Prioritäten, die ziemlich grob sind und Sachen, die man eigentlich sehr ungern machen möchte. Ich nehme auch gerade was ich total ungern möchte. Also. Ich dachte nur, dass es einfacher zu sortieren ist, um so einen Überblick zu verschaffen und immer Themen rauszuzeichnen. Da steht jetzt unter in Zeile 4 stehen nur noch Namen und kein Thema mehr. Was ja, das Thema ist noch unten gerutscht. Also man kann quasi Teile der Zeit 4 komplett löschen. Und jemand müsste noch Gesundheitspolitik nach unten kopieren. Das würde ich immer. Kann ich machen. Achso, okay. Das ist jetzt gerade quasi, dann lasse ich es jetzt auch. Ja. Okay, und jetzt steht dann nur noch Frank. Gehört Frank zu mehr Demokratie bei? Nee, der kommt jetzt weg. Der will nicht mehr Demokratie. Piraten stellen fest, wir wollen nicht mehr Demokratie machen. Okay. Aber das ist doch schon mal ein bisschen aufgeräumt, das ist ja nicht mehr so viel übrig. Genau, was haben wir denn jetzt für Streichthemen noch? Was ist denn mit Patentwesen? Da haben sich, Bettina, was ist denn da deine Priorität für Patentwesen? Weil du da jetzt keine Zahlen hast. Ich habe das noch nicht eingetragen, ich sehe es gerade. Würde ich machen, muss ich nicht unbedingt. Also, okay. Das sieht bei mir genauso aus. Okay. Das also drei oder so. Okay, dann schreibe ich mal die drei dahinter, dass wir das immer aus. Das ist ein bisschen unbeliebt. So, mehr Demokratie war eigentlich ein schönes Thema, aber bei den Details ist es dann, wo ich wirklich drinsteckt. Wir haben jetzt auch diese Situation von eben, dass wir bei mehr Demokratie wagen und Mechthild auch als Einzige auf Platz 1 haben. Das heißt, eigentlich fällt ja dann auch dieses Thema für euch alle weg, oder? Kann man das so sagen? Weil Bettina hat sich Platz 4, Michael hat da dritte Priorität reingeschrieben. Und Michael ist ohnehin schon vergeben an Innen und Recht. Oh, ja, toll. Gut genug. Das heißt, nee. Nach Michael Melter. Sorry. Ging um dich. Michael Melter, du hast dich bei Mehr Demokratie eingetragen auch. Ja. Nee. Michael Im steht da. Ach doch, Entschuldigung. Bist du raus, ne? Oder ja, also nee. Ziehst du zurück? Ich zieh zurück dann, gerne. Bettina?
Nee, so Mechthild? Muss ich nicht unbedingt. Okay, also haben wir jetzt Mechthild? Dann kriegt Mechthild das, dann haben wir das nämlich auch. Ne? Super. Sehr gut. Cool. Das rüttelt sich doch zurecht. Es rüttelt sich zurecht, es sind nur vier Strategien. Jetzt wird's hart. Wow. So. Ja, beim Patentwesen haben wir jetzt 2x3 Priorität 3. Das will keiner so recht, das ist ein Problem. Will keiner so recht, das, ne? Aber wir würden es beide machen. Also deswegen wäre es vielleicht besser, erst die anderen Themen, ne? Damit wir gucken, ob wir eins von unseren höher priorisierten Themen bekommen. Und wenn nicht, auch mal das andere. Ich trage mich mal aus dem Umwelt- und Verbraucherschutz aus, weil ich jetzt gerade in einem drin stehe. Okay, Lena und Michael sind beide Geschlechter und Familien. Und Robert und Bettina sind beide gesellschaftliche Teilhabe auf Platz 1. Wir können auch, also losen ist erlaubt, wenn wir im Konsens entscheiden, irgendwas zu verlosen, oder? Nee, wenn wir der Konsens ist erst später. Also wir müssen hier konsensual entscheiden, wer was macht und welche Reihenfolge. Aber wie wir darauf kommen, ist eigentlich völlig genau. Also können wir konsensual Prozesse beschließen. Ja, genau. Also mein Vorschlag wäre dann entweder wir einigen uns jetzt direkt persönlich oder wir stellen den anderen nochmal vor in 1, 2, 3 Sätzen, warum wir das machen wollen und ihr stimmt darüber ab. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder? Also könnt ihr das vielleicht zu dritt machen? Weil, ja, natürlich. Das ist, gilt für alle, die so in dem Thema. Könntet ihr auch Arbeit machen? Oder ja, könntet ihr auch ein Thema zu zweit vorstellen? Nee, es soll jeder ein Thema machen. Ja. Genau, das wäre eigentlich auch ganz schön. Oh, okay. Ja. Das ist so die Regel von den Veranstaltern. Das ist jetzt die Frage, ob wir uns der unabänderlich freuen. Nee, das ist klar. Machen wir. Also, ich bin mit beidem einverstanden. Wir können das kurz vorstellen, das ist vielleicht ein bisschen interessanter für die Zuschauer. Wenn wir losen, geht es schneller. Nicht die eh nicht mehr zuhören, wahrscheinlich. Och nö, also ich fände jetzt losen, ehrlich gesagt, nicht so, also die beste Lösung. Lass uns mal überlegen, ob wir noch eine Münze werden. Oh, ich würde es schon gerne ein bisschen inhaltlich begründen. Okay. Also jetzt so, finde ich jetzt nicht so gut. Also glaubt ihr zwei, ihr könnt euch einigen oder haltet ihr das für ausgeschlossen? Wer sind jetzt quasi ihr beide und ihr beide, die sich einigen müssten? Ja? Bei Geschlechtern und Familien bist auch du, Michael M., auf, ja. Also auch du die Nummer 1. Mhm. Ja. Bei mir kommt halt dazu, als Queermann liegt das mir natürlich auch nochmal besonders am Herzen. Und von daher. Wobei das wirklich schwierig ist, weil ich finde, Lena macht das wunderbar. Wir sind zusammen beide Bürgerdeputierte in Friedrichshain-Kreuzberg. Wir arbeiten wunderbar zusammen, deshalb ist es halt so. Wollt ihr nicht vielleicht auch losen? Weil ihr seid beide so gut drin. Ich unterbreche euch. Ja, das denke ich auch. Wir können verlosen, wir können es auch kurz begründen. Micha hat eben schon eine Begründung gegeben. Meine Begründung wäre, es gibt ja nicht nur eine Aufgabe für uns als Einzelne, sondern auf der linken Seite steht, wir haben auch eine Aufgabe als Team. Und unsere Aufgabe als Team ist, die Themen insgesamt für die Piratenpartei so gut wie möglich vorzustellen. Ich glaube, dass ich gut geeignet bin, das Thema Geschlechter- und Familienpolitik zu vertreten und vorzustellen, unter anderem deswegen, weil ich es geschrieben habe. Also nicht komplett im Alleingang, sondern mit Andreas Petrich und Martin Hase zusammen, aber deswegen weiß ich, warum die Dinge da so drinstehen, wie die da drinstehen. Und wenn ich jetzt nochmal als Begründung sage, ich, queer allein reicht natürlich nicht. Ich bin aus einer Diversity-Familie, bin von Frauen aufgezogen sozusagen und habe mich dann bin Vater und Opa, lebe aber seit vielen Jahren mit einem Mann zusammen, bin schwuler Aktivist gewesen und kenne die ganzen Probleme der Familiengeschlechterpolitik, außerdem aus einer internationalen Familie. Wir haben 7 Nationen, Nationalitäten in der Kernfamilie und kennen da auch die Probleme mit Familien. Grenzen, Nationalitäten, Kinderpolitik und so weiter und so fort. Und deshalb liegt es mir halt auch am Herzen. Und wir sind beide Bürger deputiert für den Frauengleichstellung und Queerausschuss. Genau. Und arbeiten wunderbar zusammen. Setzen das Programm also auch um. Ja. Also ich fände es echt eigentlich total cool, wenn ihr das beide gemeinsam vorstellt. Das können wir aber nicht tun. Können wir aber ich hatte das auch nicht für sicher. Ich glaube, das ist geschummelt. Ne? Ja. Ich habe noch eine andere Idee. Und zwar ist Pöppel. Ich glaube, das Problem liegt auch in dem Thema Patentwesen, das nicht so heiß begehrt ist. Vielleicht ist jemand von denen, die eigentlich schon zugeordnet sind, denkt ich, ach, warum will ich nicht Patentwesen machen und gebe sozusagen mein Thema wieder frei, worauf sich die Situation für uns dann, für uns vier, nochmal
neu darstellt. Ist da jemand, der... Ja, ich mache das gerne. Also ich, mir ist es... Ich glaube, ich habe Transparenz. Das nicht nach vorne, oder? Entschuldigung. Naja, aber ist, ich meine, wenn... Ne, also Lena betreffen letztendlich, und sie steht ja auch noch woanders. Sie steht ja auch noch bei... Ja, aber als Zeitpriorität. Ich meine, wir sind ja jetzt auch nur an dem Punkt, um das auch mal zu erklären, weil halt nicht alle, ich habe auch noch andere Fachthemen, denen da auch, aber die sind jetzt gar nicht im Programm drin. Wir wollen ja, dann natürlich so erfolgreich wie möglich. Das halt, so erfolgreich wie möglich dann solche Sachen dann halt auch darstellen und auch kompetent sein. Deshalb finde ich eigentlich normal, das war halt einfach auch so ein Einigungsprozess. Was sind eure zweiten Prioritäten? Was? Zweite Priorität. Bei mir wäre es dann noch Umwelt- und Verbraucherschutz. Bei dir? Bei mir wäre es Reset. Ja. Also jetzt überlegen wir mal, wenn wir jetzt mal feststellen, Genderpolitik könnte dabei gleich gut. Wer von euch kann sein zweites Thema besser? Du sagtest es gerade, Aufgabe als Team, möglichst gut. Ja, ich würde eine zweite Priorität da stehen. Ich frage ja nur. Ja, also bei Reset, also ich glaube, ich kann das zweite Thema auch halbwegs vertreten. Allerdings, wenn ich das stattdessen übernehme, würde ich mit der Zweitpräferenz zwei Leute mit einer Erstpräferenz rauskegeln, was irgendwie widersinnig wäre, nämlich Robert und Bettina. Ja. Also aus dem Grunde würde ich wahrscheinlich, weil Robert und Bettina das bei der Erstpräferenz halten, dann stattdessen gleich auf meine Drittpräferenz Patentwesen wechseln. Oder du möchtest Transparenz des Staatswesens machen? Dann tausche ich mit dir. Ich habe da keine Präferenzen. Ich möchte eigentlich, dass wir hier einen schnellen, also demnächst wirklich tatsächlich auch anfangen können. Und wenn das den Prozess beschleunigt, dann gebe ich mein Thema gerne auf. Ich sage aber auch, wenn du ganz unglücklich damit bist, nehme ich halt Umwelt- und Verbraucherschutz. Also ganz unglücklich bin ich mit Patentwesen nicht. Was ist denn mit Wirtschaft und Finanzen? Das haben wir. Damit tauschen? Ist das eine Drohung? Also könnt ihr jetzt mal euch entscheiden? Ja, genau. Also sind jetzt hier fünf Optionen. Ich könnte ganz dezent mich auch mit dem Transparenz des Staatswesens anfreunden. Also ja, aber das ist jetzt nicht, weil dann machen wir hier beide. Es geht jetzt erstmal um. Ja, ich weiß schon, aber ja? Ich würde dann aus der anderen. Umwelt- und Verbraucherschutz und ich gucke mir die und sagen, was wieder rum. Oh, okay. Ich mache das eigentlich aus dem Kopf. Aus dem Kopf? Ja. Achso, okay. Kann ich nicht. Nur ein paar. Okay. Okay. Schnipsel da. Habt ihr es? Ja. Ja, wir haben Einigung erfolgt und Micha geht auf Umwelt- und Verbraucherschutz. Oh. Danke. So, dann haben wir das jetzt auch. Okay, und dann fehlen uns jetzt noch, also Lena, du fliegst ja jetzt bei Reset raus. Genau. Das heißt Robert und Bettina. Und wir haben einen nächsten Streitpunkt. Auch raus. Genau. Wir haben jetzt einen nächsten Streitpunkt quasi oder einen offenen Diskussionspunkt. Dann mache ich das Patentwesen und stürze mich halt in das rein, wo ich mich nicht auskenne und Robert ist unser BGE-Experte und... Achso, schön. Wir müssen uns ja auch in Themen einarbeiten können. Aber das bedeutet andersrum, dass du mir nicht zutraust, mich in das Holz reinzuspielen. Oh. Du kannst gerne das Patentwesen aufnehmen. Du stehst da halt nur nicht. Ich weiß, es ist ein Schnickschnack hier. Du stehst jetzt nur noch bei Reset von den drei Themen. Stimmt, ich bin also sicher. Okay. Ja. Du kannst hier gerne auch mal beitreten und fragen, wenn ihr danach kommt. Nee, ich mag uns ja gerne. Ja. Okay, das heißt, wer macht jetzt eigentlich so machen? Ja, ist das so gut. Okay, dann haben wir das jetzt. Ah, super. Okay. Sehr schön, ich danke euch allen. Okay, das hat schon mal das. Wir danken euch allen. Alle Team bitte gehen. Okay, dann. Wer macht jetzt Umwelt und Verbraucherschutz? Entschuldigung. Micha, ja, mach ich. Entschuldige bitte. Ja. Okay, dann ist sozusagen die nächste Aufgabe, dass wir die Dinger in eine Reihenfolge bringen müssen, wenn sie vorstellen. Ja, ich habe dazu eine Frage direkt. Wollen wir uns auch noch so eine kleine Vorbereitungszeit gönnen, bevor wir rübergehen? Ja, auf alle Fälle. Weil die erste Person, die vorstellt, die wäre ja dann gleich sozusagen dran. Die anderen hätten noch Zeit. So. Aber das, also ich kann man ja aber auch berücksichtigen. Das kann man ja auch berücksichtigen in der Vergabe der Reihenfolge zum Beispiel. Ja. Weil dann müssen wir jetzt hier nicht irgendeinen großen Warteblock machen, sondern jemand, der sagt, er kann jetzt sofort über sein Thema oder ihr Thema sprechen, kann dann gleich rübergehen. Und dann haben die weiter hinten auf der Reihenfolge kommen sozusagen mehr Zeit. Also ich bräuchte Vorbereitungszeit. Ich bräuchte ein bisschen Zeit, weil ich jetzt ein Thema habe, was ich jetzt nicht
also generell als Priorität haben. Okay. Generell zur Reihenfolge ist es, glaube ich, relativ egal. Man könnte vielleicht argumentieren, dass es hingeht, verschiedene Themen zusammenzusortieren, weil sie inhaltlich miteinander verwandt sind. Also zum Beispiel Freiheit und Grundrechte und Privatsphäre und Datenschutz, die schließen halt direkt aneinander an. Also da würde es einfach Sinn geben, dass... Also ich schlage vor, dass wir die Reihenfolge, wie sie im Grundsatzprogramm ist, auch übernehmen, weil da sind die... Das Problem ist, dass es zusammengewürfelt ist aus Grundsatzprogramm und Wahlprogramm. Ich habe eben auch schon überlegt, ob man sich daran... Aber es ist halbwegs noch in der Ordnung. Aber das Wahlprogramm ist ähnlich aufgebaut. Ja, eben. Nicht als Grundsatzprogramm. Also ich denke, dass vielleicht das Grundsatzprogramm zunächst kommen sollte. Das ist eine Idee, einfach weil sich auch die Beiträge eben darauf aufbauen, also vom Grundsatz zu Programm. Für meinen Punkt bezieht sich eben das Programm direkt auf Transparenz des Staatswesens, was dementsprechend auf alle Fälle auch vorher kommen sollte. Ich bin ja ein bisschen verwirrt über das, was möchtest du jetzt sagen eigentlich? Entschuldigung, aber du möchtest jetzt die Reihenfolge haben vom Grundsatzprogramm und dann dazu ziehen, was da jeweils dazu passt. Ich würde gerne das Grundsatzprogramm vorziehen. Wer hier Grundsatzprogramm Sachen vorzustellen hat, sollte zuerst kommen. Also ich finde es generell sinnvollen Vorschlag, ist halt nur der Punkt, ich hätte tatsächlich den ersten Punkt im Grundsatzprogramm vorzustellen und ich bräuchte eben ein bisschen Vorbereitungszeit, deswegen habe ich das vorher gesagt. Aber also rein logisch würde ich das auch so machen. Ich habe noch eine Gegenrede. Entschuldige, Arthur, was wolltest du? Ja, wir könnten, da du den ersten Punkt aus dem Grundsatzprogramm hast, könnten wir den auch nach hinten schieben. Also wir müssen jetzt nicht komplett mit der Reihenfolge im Grundsatzprogramm halten, aber ich halte es für sinnvoll, dass wir das Thema Daumen dran halten und dann eben die Themen, die verwandt sind aus dem Wahlprogramm, dann hinterher was dazu nehmen. Ja, der eigentliche Punkt ist ja wohl, dass keiner der Erste oder die Erste sein will. Also jetzt ist die Frage, wer traut sich das zu? Nein, sofort. Aber so mache ich sofort. Ja gut, dann haben wir ja schon mal Platz 1. Ja, und okay. Freiwilligmeldung für die 1. Die Frage ist, wollen wir dann, ja, wir wollen thematisch sortieren, ja? Nee, ich finde, wir müssen nicht thematisch sortieren. Denke ich nämlich auch. Finde ich auch. Also ich glaube, wir machen, wir müssen ja. Ich finde es besser, wenn wir einfach ein Team das einfach beschließen, welche Reihenfolge. Denn ich weiß nicht, ob ausgerechnet so ein Spezialthema wie Landwirtschaft sich als Aufhänger eignet. Aber der Punkt ist ja auch, im Endeffekt ist es ja auch egal. Es ist ja keine Lehrveranstaltung, wo die Leute einen logischen Aufbau der Themen brauchen. Es geht ja darum, dass wir nacheinander beweisen, dass wir ein einzelnes Thema vortanzen können. So. Ja. Und dann ist es auch egal, in welcher Reihenfolge wir das machen. So. Allerdings würde es sich natürlich anbieten, danach dann gleich mit Umwelt- und Verbraucherschutz weiterzumachen. Finde ich auch gut. Finde ich, weil das schließt sehr direkt an. Ja. Man kann ja so eine grobe Zusammenordnung. Generell ist ja die Frage, machen wir das so, einer ist fertig, geht rüber, die anderen arbeiten hier weiter. Also mir würde es mehr einleuchten, wir haben alle eine Vorbereitungszeit, gehen dann alle rüber und hören uns dann auch die Vorträge der anderen an. Ja, fände ich auch viel besser, stimmt. Also da drüben so viel Publikum sitzt da. Ja, wunderbar. Ja. Naja, draußen an den Geräten vielleicht noch ein bisschen mehr, aber müssen wir gucken. Wenn wir hier zu lange brauchen, dann wäre ich fast dafür, wir fangen da irgendwo an, aber... Es darf also kein Leerlauf entstehen, sondern das muss dann hintereinander weggehen. Und jeder Vortrag sind ungefähr 11 Minuten, haben wir vorhin gesagt. Und dann kann man sich auch was einrichten. Ich habe noch eine Idee. Vielleicht schreiben wir einfach... Oder einige von euch haben eine Vorstellung, wie sie diesen Ablauf gerne hätten. Vielleicht schreiben wir das einfach rein und dann machen wir eine Konsensabstimmung über die Reihenfolge, wenn wir jetzt nicht komplett irgendwo müssen wir anfangen. Und wir können jetzt hier andauernd irgendwelche Sachen vorstellen, aber es gibt hier einige von euch, die haben jetzt hier klare Vorstellungen gehabt, zumindest was den Anfang angeht. Und dann können wir uns über die Details dann immer noch austauschen. Ich würde zum Beispiel gern nach Wirtschaft und Finanzen drankommen. Das würde irgendwie passen. Aber muss nicht.
machen wir das dann so. Eine ganz andere Option, die auch ein bisschen risikoreicher ist, ist, wir geben uns jetzt zum Beispiel 10 Minuten und der Erste, der fertig ist und sich in der Lage fühlt, geht rüber und so weiter. Weil ich fürchte, erst fand ich Bettinas Vorschlag gut, uns eine gemeinsame Zeit zu geben und dann alle rüber zu gehen. Ich fürchte aber, dass diejenigen, die dann gerade nicht sprechen, alle rumrascheln und noch last minute noch mit Dinge nachschlagen oder sowas zu großer Unruhe im Raum führt. Ja, das stimmt. Deswegen würde ich die Leute gerne hier einsperren, wo die Unruhe die Leute, die reden, nicht stört. Ja, okay. Aber es ist möglich, beides zu übertragen, also ja, vom Stream her. Weil wir werden jetzt hier gestreamt und hinterher werden diejenigen gestreamt, die dann vorne vortragen. Naja, aber wenn wir jetzt hier an unserem Computer was nachschlagen, das kann nicht werden, oder? Nee, ich meine, wenn je früher jemand drüber geht, desto eher fängt es dann mit dem Programm an und man langweilt sich. Ja. Und das hier wird dann nicht mehr übertragen, weil der spannende Teil, wenn der gruppendynamische Prozess schon vorbei ist. Also Lena, das heißt, du kannst dann eigentlich rübergehen und anfangen, oder? Ich denke, das sind 10 Minuten, aber ich vermute, dass ich relativ schnell fertig werde. Ja, genau. Okay. Okay. Auch 2 Minuten oder so. Kann einer das schon mal reinschreiben oder das ein hört sich doch. Darf ich gleich mal einen Vorschlag machen, weil Hase ja schon gesagt hat, dass er direkt anfangen könnte mit Landwirtschaft. Deshalb habe ich da mal provisorisch 1 hingeschrieben. Dann hat er sich gewünscht, dass gleich dahinter hier, was ja auch Sinn macht, Umwelt- und Verbraucherschutz. Aber Michael hat gleich abgewunken. Dann machen wir da ruhig was anderes. Okay, Michael hat abgewunken. Das würde ich dann später. Dann daraufhin hat Miriam gemeint, dass sie gleich so weit wäre. Ja. Würdest du dann eben Nummer 2 übernehmen? Ja. Dann haben wir freundlicherweise von Lena gehört, dass sie auch schnell anfangen könnte. Würdest du dann Slot Nummer 3 übernehmen, Lena? Ja? Ja. Ich kann dann auch gerne 4 übernehmen. Dann haben wir Umwelt- und Verbraucherschutz Nummer 4. Dann würdest du Gesundheit übernehmen, das wäre dann 5. Wer würde sich noch... Ja, ich nicht machen, das nicht. Arthur ist wo? Arthur würde Datenschutz und 6, Privatsphäre. Wie wäre es dann mit Transparenz, jawohl, ja. Nummer 7, dann würde ich danach gleich weitermachen mit Innen und Recht, Nummer 8. Und dann der Frank macht dann Nummer 9, hat er eingetragen, und übrig bleibt würde ich gerne Nummer 10. Robert mit Reset, jawohl. Das Patentwesen, glaube ich, vorher. Patent wäre 10. Du hast recht, vorher das Patentwesen. Vorher Patentwesen, ja, also und daraufhin dann 11. Reset und dann mehr Demokratiewagen als krönender Abschluss. Ja. Das ist, könnten wir, Entschuldigung, ich finde das ja super, dass wir jetzt da schon mal eine Reihenfolge haben. Ich finde aber, dass Stichwort Kernthemen, mehr Demokratiewagen ungefähr eins der Kernthemen ist, für die uns tatsächlich auch Leute kennen. Jawohl. Ich würde das gerne irgendwie vorziehen wollen. Und nicht als krönenden, jubilanten Abschluss haben. Ja, ich meine, man kann natürlich auch argumentieren, okay, wir wissen das alle und deswegen ist es nicht so schlimm, wenn es am Ende ist. Aber es ist auch nur ein Vorschlag, ich bin da jetzt nicht total leidenschafts... Also ich finde das nicht schlecht, weil man da nämlich erstens rekurrieren kann auf alles, was vorher gelaufen ist. Okay. Das gehört alles mit rein. Wenn man das nicht eine große Aufgabe zugezogen. Ja. Und nö, also ich klar, ich finde es von der Struktur her total überzeugend. Ja. Die Frage, die ich mir jetzt gerade gestellt habe, ist, weil eigentlich würde ich ja schon gerne hören, was die anderen präsentieren, dann mache ich das halt so, dass ich irgendwann dann rübergehe. Also nochmal, du hast... Rund 120 Minuten Zeit. Ja, müssen wir ja nicht ausnutzen. Du musst sie nicht nutzen, du kannst dich vorher drüben reinsetzen. Genau, das finde ich eigentlich auch nochmal eine gute Frage. Wollt ihr tatsächlich alle 5 Minuten sprechen? Weil ich würde eher sagen, 3 Minuten finde ich völlig okay. 3 Minuten, ich würde sagen, da ist fünf. Die Aufgabe. Ja, das kommt ja dann dazu. Und dann hätten wir 5 Minuten insgesamt anstatt von 10 Minuten. Oder die Regel machen aber wir nicht. Ja, die Regel ist ja durch. Aber ist die Regel nicht bis zu Maßdauern gut, 5 Minuten Rede. Wir müssen 5 Minuten ausfüllen. Die Rede bitte 5 Minuten. Das ist die Regel. Also, recht langsam, wenn ihr
ihr weniger sagen wollt, aber ja, bitte, wenn wir wieder ein Eis machen, dann wird es nochmal 30 Sekunden gewartet gut. Oder wie? Das wird nicht. Ah, okay. Ja? Okay, du sagst uns dann aber so alle so nach zweieinhalb Minuten Bescheid ja, und nochmal die letzte Minute und so eine Dinge. Ich habe noch eine, Entschuldigung, ich will eigentlich nicht rollen, aber ich hätte gerne Landwirtschaft, der Zusammenhang zwischen Landwirtschaft, Freiheit und Grundrechte ist nicht so wirklich in der Reihenfolge. Ich würde gerne vielleicht Umwelt- und Verbraucherschutz noch ein bisschen nach oben gehen. Was meinst du mit nach oben? Wenn wir mit Landwirtschaft anfangen, finde ich, Umwelt- und Verbraucherschutz greift thematisch dann sehr gut da rein. Das würde ich eventuell dann in einem Dings rein. Aber du brauchst mehr Zeit. Ne? Das ist ja nicht jetzt immer nur ein Verbraucherschutz, das ist 100%, kann ich sofort was sagen, aber Umwelt muss ich mich noch ein klein bisschen einarbeiten. Vier ist ja eh schon recht nah, finde ich, an vorderer Position. Aber ein klein bisschen Zeit, ich bin sehr schnell, ich bin schon dran, aber ein klein bisschen Zeit brauche ich dann schon. Warum? Also was spricht denn jetzt gegen die Reihenfolge, die wir haben? Was spricht denn jetzt dagegen? Eigentlich nichts, oder? Nicht wirklich. Ich dachte nur, dass es thematisch irgendwie verwirrend ist, aber eigentlich ist es mir egal. Das heißt, nach eurem wäre ich als zweites an nach Landwirtschaft dran. Also wie gesagt, das war jetzt nur so, es ist leidenschaftslos. Hat jemand, der sehr viel deutlicher später kommt als ich, eine Druckfassung vom Programm für mich? Hast du Bundeswehr oder was? Ich habe zwei dabei. Also, bestens was hast du? Grundsatz. Ich habe nur das bei Geschlechterpolitik. Was? Damit beschäftigst du dich? Ja, das ist überrascht mich total. Ich habe noch Anything zu Transparenz? Haben wir da noch irgendwas mehr, außer das, was wir haben? Nee, ne? Das habe ich wirklich. Braucht noch jemand Freiheit und Grundrechte? Sonst habe ich mir das irgendwie mit dazu. Nö? Na gut. Haben wir jetzt den Findungsprozess eigentlich abgeschlossen soweit? Ja, jeder hat das Thema und die werden vorgespielt. Wollen wir uns jetzt eine Zeit geben, wie lange wir brauchen zum Einarbeiten? Oder fände ich irgendwie sinnvoll, dass wir dann als geschlossene Gruppe irgendwie reinlinks ist? Fände ich ja auch schlecht. Das wollten wir doch beide nicht, oder? Ja, eben. Das haben wir doch, deswegen haben wir die Reihenfolge so gemacht, damit diejenigen, die das an erster Stelle stehen, gleich auslegen können. Das hätten wir anders machen können. Aber alles, was wir jetzt noch abwarten, kriegen alle nochmal zugute. Wie bitte? Wir können ja sagen, die Zeit, die wir jetzt noch abwarten, wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt noch 10 Minuten, die hat dann jeder. Aber, also das heißt, das machen wir jetzt auch. 10 Minuten Stille würde ich sagen. Sozusagen. Naja, nochmal 10 Minuten lesen und dann nochmal durchgehen, was wir da erzählen wollen. Ich habe nämlich noch überhaupt nicht gelesen.
Kassen, was wollten wir nochmal auf die Zettel schreiben? Die Reihenfolge noch. Ja, ich stelle es euch an. Genau, und das Thema. Kandidaten, ab welchem Listenplatz ihr kandidiert, das fehlt da auch noch. Kannst du einen neuen machen.